Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Heute fahren wir die letzten 4 Cups, bevor wir dann eine längere Pause haben, bis dann ja die Booster Pack Cups kommen. Wir fahren 150 cc wieder und heute steht der Eiercup an und wir sind Yoshi schon gefahren, das ist mir schon bewusst und wir werden ihn auch nicht fahren. Dafür fahren wir, hätte ich gesagt, jemanden, den wir immer kennen, immer sehen. Sollen wir Lakito fahren? Nein, wir fahren nicht Lakito. Ich habe mich gerade umentschieden. Die Bewohner fahren wir noch. Wir fahren das Inkling-Mädchen. In Grün, weil Grün meine Lieblingsfarbe ist. Und das Inkling-Mädchen. Die Inklinge haben doch ein eigenes Bike bekommen, oder? Wo ist es denn? Da, das Tinferno Quad oder das Splat Quad? Na komm, wir nehmen das Tinferno Quad dazu. Irgendwie passend. Die Schwammreifen. Und sie bekommen einen Blumengleiter. Warum nicht? Ach, Plümpchen, Plümpchen, Plümpchen. Genau. Den Eiercup haben wir mit. Yoshis Piste, Exit Byte Stadion, große Drachenmauer und Mute City. Und ich sehe gerade, wir haben 3 neue Strecken und eine Remake-Strecke von GameCube. Sehr schön. Daher, here we go, rein da. Bin ich mal gespannt. Die Yoshi-Piste, eine ziemlich coole Piste. Leider haben sie eine Abkürzung rausgemacht. Aber das ist egal. Die Strecke an sich bietet auch so super viel Spaß. Ist eine coole Strecke. Und wie gesagt, es ist nochmal toll, die jetzt hier mehr oder weniger mit euch zusammen im Singleplayer zu erleben. Und der Splatoon-Junge direkt vor uns, aber das nützt ihm nichts, wenn ich hier die Abkürzung nutze. Ha! Durch den Wasserfall abgekürzt. Konnte man damals schon auf dem GameCube, aber glaube auf dem DS ging es dann auch. Und der Helikopter fliegt. Der war im GameCube schon so cool. Habe ich sehr gefeiert, dass da ein Helikopter rumfliegt. Boah, Glück gehabt. Na, da kommt eine blaue. Ja, Baby Mario noch mitgenommen, sehr gut. Und das Quad, oh, das ist so träge. Das ist so träge, muss ich sagen, wow. Und ich sehe gerade Luigi, da ist da voll abgeschlagen. Was ist denn mit Luigi los? Och, Baby Mario, echt jetzt? Nimmt er mit seinem Pocketbike die Abkürzung Iglo-Betakt. Au. Aber was ich cool finde an dem, ich glaube beim Quad ist es auch, also bei dem anderen Splatoon Quad und bei dem hier, dass die halt, wenn die diesen Drift Boost haben, so Farbe rausspritzen. Dass man auch hört, was diesen schönen coolen Splatoon Soundeffekt hat. Und ich glaube sogar, die Leute von Mario Kart 8 haben zumindest bei Splatoon den Online-Modus mitgestaltet. Irgendwas war da auf jeden Fall. Aber der Inkling-Junge auf Platz 2, das Mädchen auf Platz 1, gespielt von uns natürlich. Und man sieht, die Inklinge dominieren den Cup bis jetzt. Mit insgesamt 27 Punkten. Also in der Teamwertung sieht das ganz gut aus.
Da es aber keine Teams gibt in Mario Kart, außer im Multiplayer, kämpfe allein ich um die Fahrermeisterschaft des Icons. So. So, Exit Byte Stadion. Auch eine ganz coole Strecke. Angelehnt an das alte NES oder Super Nintendo Spiel. Weiß gar nicht, man kann es auf jeden Fall im Switch Online Programm mit einer der Retro-Emulatoren spielen. Mit einem der Retro-Emulatoren, so. Oder ein guter Satz draus. Und das Coole an der Strecke ist, die hat immer einen anderen Verlauf, was die Hindernisse angeht. Also diese ganzen Sandbänke hier oder Rampen und solche Sachen. Auch die Schlammlöcher sind immer ein bisschen anders. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, nur festgegeben ist diese Rampe am Ende. Ich weiß es gar nicht. Wie warst du halt immer in einem Streckenverlauf? Klar, es ist immer oval, aber die Hindernisse, wie gesagt, die sind anders. Ja. Boah, Glück gehabt. Nicht so Glück gehabt. Okay, Glück gehabt. Tja, Baby Mario. Satz mit X. C-Fix. Oh, jetzt richtig springe ich gerade nicht. Ah, egal. Dann Mini-Boosten wir uns halt woanders weg. So. Letzte Runde. Das Fahrerfeld halt beieinander ist. Ja, come on. Gib Gas. Ah, zweiter, weil ich durchs Gras gefahren bin, ich Idiot. Egal. 2 Punkte Vorsprung auf Baby Mario. Der hat gut Punkte gemacht, wenn der Inkling-Junge einfach Platz verloren hat. Eieieiei. Was war das für eine Schlussphase? Eigentlich wollte ich darauf eingehen, dass das Inkling-Mädchen beim Springen teilweise eine Waffe aus Platoon hochhält. Du, es ist ja keine Waffe. Es ist ja die Fahrt auf der großen Drachenmauer. Nein, es ist ja eigentlich ein Malerwerkzeug, könnte man sagen. Es gab ja nur einen Cup, wo wir nicht den ersten Platz geholt haben, ne? Schauen wir mal. Unsere... Unsere Siegesserie jetzt hier wieder weitergeht. Oh, Knochenbowser. Was ist da los? Ich weiß gar nicht, wo die große Drachenmauer herkommt. Ist sie einfach nur so da? Weil ich weiß schon, dass es hier und da so Statuen von Nakito gibt. Aber mehr halt auch nicht. Wow. Das war hinterfotzig. Sollen wir doch mit Nakito hier fahren sollen. Aber ich wollte unbedingt mal jemanden nicht aus dem Mario-Universum nehmen. Werden wir jetzt die nächsten 3 Cups sowieso noch haben. Nix. Also 2 von den 3 auf alle Fälle. Ist Bowser runtergeblumst? Ich glaube, Bowser ist runtergeblumst von der Strecke. Ich finde die Strecke an sich sehr cool aufgemacht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sie mit Mario so zu tun hat. Aber an sich ist das jetzt hier Lakitos Strecke. Jetzt los. Jetzt ist gerade die Steuerung am Escaladen. Schnelle Reaktions
Auftreten gehabt, Wahnsinn. Jetzt kann auch gerne mal eine blaue kommen. Nein! Zu spät. Shit. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Nicht. Oh, blöder Pop-Bomb. Oh, Baby Mario ist voll abgeschlagen jetzt. Wir haben ewig viel Vorsprung vor ihm. Alter, wirft er den Pop-Bomb da auf das Startziel. Alter, was ist sein Problem? Oh. Ich sehe gerade, es scheint die Sonne gerade so heftig in mein Zimmer hier rein. In mein Aufnahmestudio. Könnte sein, dass der Greenscreen hier ein bisschen kurz komisch aussieht. Wir fahren jetzt Mute City, eine Strecke aus F-Zero. By the way, Nintendo, warum kein neues F-Zero seit GameCube, ha? Was ist da los? Hätte ich Bock drauf, hätte jeder Bock drauf. Jeder will der Captain Falcon im eigenen Spiel sehen. Nicht nur in Super Smash Bros. So, jetzt sind die Besonderheit, diese Turbostreifen oder in der Series sind es ja Heilstreifen hier. Wie sie hier so gesehen auch der Fall sind. Geben uns Münzen. Jetzt nehmen wir mal drauf, bis zu mehr Münzen kriegt man. Wie gesagt, bis zu maximal 10, aber. Au. Inkling, Junge, was ist da los? Aber ich hole mir auf den ersten Platz. Dankeschön. So. Diese komischen Poller auch sind cool, die sie jetzt so in dem Teil, glaube ich, implementiert haben, dass man da schneller wird, wenn man da vorbeifährt. Boah, macht ein Glück. Ist halt echt cool, auch diese ganzen Kopfüberpassagen. Wenn man teilweise sieht. Manchmal, wenn man es weiß, achtet mal drauf. Batterieleistung ist nachher gut für die Session, wird es jetzt noch reichen. Ich habe die Bananen da echt fies gelegt, fällt mir gerade auf, am Ende. Und die Musik, sie ist so schön treibend, so cool, so. Boah. Einfach nice. Ja, es gibt auf der Strecke auch eine Abkürzung, die ist hier hinter uns. Aber ohne Turbopilz will ich die jetzt nicht unbedingt fahren. Wie viel Vorsprung wir eigentlich haben? Wahnsinn! Wo habe ich denn den Vorsprung rausgefahren? Aber egal, wir haben gewonnen. Die sind nice. Baby Mario ist dann auf dem dritten Platz geblieben und Inkling Junge ist zweiter. Sehr schön. Sehr cool, ersten Cup gewonnen. Nice. Komm, Spiel. Jetzt da. Ich finde die ganze Aufmachung auch echt cool. Und so. Bitte Nintendo, mach da fürs nächste Mal zumindest einen kleinen Story-Mode irgendwie. Wo man so 2-3 Stunden dranhängt und ein paar Rennen fährt. Wäre doch nice. Wäre doch einfach nur nice, oder? Man sieht schon die Highlight-Strecke des Rennens, ist das hier. Große Drachenmauer. Sehr schön. So, jetzt muss ich bloß mal kurz gucken, was wir für den nächsten Cup fahren. Welchen Charakter. Es ist schade, dass wir den Grand Prix nicht vorher auswählen kann. Ah, das wird der Triforce Cup. Ja gut, dann weiß ich, wen wir nehmen. Wir nehmen Link im... Och, Breath of the Wild Style. Genau. Dazu Selmobbit. Was ist denn? Hat nicht sogar auch zwei Motorräder? Genau, wir haben den Eponator, Eponatus Zero. Wir nehmen den hier. Plus. Sind sie denn? Die antiken Reifen. Und sein Gleiter. Er hat auch einen Gleiter.
Wir haben Hyrule-Gleiter und das Parasegeln, immer natürlich passend dazu. So, und dann fahren wir den Triforce Cup. Da haben wir dann zwei Retro-Strecken. Marius Goldmine, den Regenbogen-Boulevard, Polarkreis-Parcours und die Hyrule-Piste. Rein da. Und auf der Hyrule-Piste gibt es eine coole Sache. Die werden wir später auf der Animal Crossing-Map auch noch sehen. Zwar optisch anders, aber ich finde es cool, dass sie es machen. So, Marius Goldmine auf der Wii. Ich fand es eine coole Strecke damals, aber ich muss unbedingt den Wii-Teil nochmal zocken. Aber es ist eine coole Strecke da am Sonnenuntergang oder vielleicht auch Aufgang, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie fleißig Scheigers arbeiten. Auf jeden Fall sehen wir hier mal wieder ein Zweirad. Aber keinen perfekten Start erwischt, egal. Link dürfte sogar einer der schweren Charaktere sein, ne? Und Tanuki Mario. Jetzt hebe ich mir mal auf für den Fall der Fälle. Dann könnte ich euch eine Mini-Abkürzung zeigen. Wenn ich den bis dahin durchbekomme. Außer dass ein Blitz kommt oder der mir gestohlen wird von einem Buchu. Man weiß es nicht, wa? Ja, hier links jetzt auch noch einen kleinen Weg dran vorbeigegeben. Aber wir kommen gut voran. Hier kommt die Mini-Abkürzung. Schafft man eigentlich auch ohne Pilz, aber dafür wollte ich es aufheben, eine Runde lang. Zack. Ich bin erstaunt, wie gut sich der Eponator Zero fahren lässt. Bin ich sehr. Sehr erstaunt drüber. Ich glaube, der normale Eponator, zumindest in Mario Kart, ach, also für die Wii U? Habe ich den nicht so gemocht. Aber es kann auch sein, wie ich sage, weil es ein anderes Bike ist. Dass er nicht so Fan war. Jetzt fahren wir da links entlang. Fahren wir hier einfach in so einem Nebenschacht vorbei. Den Scheigers gebaut haben. Gehen wir davon aus, dass es Scheigers waren. Das bin nicht so schnell wieder. Ich habe schon wieder so einen riesen Vorsprung hier, wow. Und die Musik wieder. Ich finde es auch cool, dass die Musik in der dritten Runde einfach gefühlt 1000% schneller läuft. Und das jetzt nicht, aber sie läuft schneller, sie treibt dann halt nochmal an zu Höchstleistungen. Ah, jetzt muss ich nicht wohin. Shit. Aber danke. Na, komm. Wenn man die Abkürzung hier nimmt, je nachdem, was in dem Tunnel links davon, rechts davon unterwegs ist, sag ich mal, hat man hier und da noch ein bisschen Ruhe. Und Tanuki, Mario, Donkey und Lakito werden unsere Rivalen sein. Okay. Sehr schön. Freut mich. Außer, dass die Sonne hier gerade von links echt eskaliert. Also, es kann auch sein, dass das Screenscreen so schlecht ist, dass man mich gar nicht sieht in der Folge. Aber egal. Es ist halt 9 Uhr morgens. Ich will aufnehmen. Ich hab Bock. Und ja. Halt der Unterschied. Die letzten zwei Folgen sind am Stück an einem Abend entstanden. Und danach war ich so müde, dass ich mir gedacht habe, no. Kein Bock mehr auf Folge 3. Jetzt haben wir hier die Regenbogenstrecke vom Super Nintendo. Und auch die Batterie ist echt wieder, wow, Wahnsinns-Timing. Normal ist, wenn die Anzeige kommt, hast du gefühlt immer noch eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit. Aber irgendwie, ja. Jetzt, Link gibt Gas. Kurzer Input-Lag, na gut. Spielen wir nicht bis Handicappen. Jetzt können wir hier aber auch noch einen kleinen Shortcut nehmen, den wir auf jeden Fall mit dem Pilz nehmen müssen. Nein! Oh, zu früh gezündet. Oh, und ich bin dann auch nicht abgesprungen. Okay, jetzt geht hier die Scheißigkeit los. Aber gut, Runde 2 steht an. Oh mein Donkey Kong. Total lahm, Alter.
So, und wieder Erster. Guck, eine Runde später, wir sind wieder Erster. Aber so extrem hatte ich das noch nie mit meinem Controller. Seit langer Zeit halt nicht mehr. Boah, Glück gehabt, dass ich nicht runtergefallen bin. Dann war jetzt letzte Runde Concentration. Und Glück haben natürlich. Boah, okay. Vorne gekämpft mit Turbopilz. Das ist das Fiese. Am Blitz, desto weiter vorne du bist, desto länger bleibst du klein. Als wenn du Erster bist, kann es halt sein, dass dein Vorsprung auf einmal schwindet. Weil die anderen einfach ein, zwei Sekunden vorher wieder groß werden. So, jetzt schauen wir mal. Mario erwischt es noch. Aber er wird noch Zweiter vor Donkey Kong. Okay. Okay, nächstes Rennen. Next Rennen klingt auch so falsch, aber gut. So, jetzt den Polarkreis-Parcours. Oh ja. Da, wo der Toad-Forschungstrupp ein bisschen am Polarkreis rumforschelt. Auch eine coole Strecke. So, Lakido. Oh, da ist sogar der Helikopter wieder von der Yoshi-Piste, sehe ich gerade links. Nice. Also, ich bin ehrlich. Wenn der Helikopter nicht von dem Para-Cooper geflogen wird, dann bin ich sehr enttäuscht. Aber wo ist Para-Cooper? Gibt es überhaupt einen Fahrer-Roster? Ich weiß, Cooper gibt es, aber Para-Cooper gibt es nicht. Ich glaube, der ist in Double Dash ein- und wieder ausgeführt worden. So gefühlt. Ja, Donkey Kongs breiter Rücken. Nimm mal Windschatten mit dem Wort, Alter. Er ist so breit. Der Windschatten. Ui. Ui, schöner Windschatten. So. Sehr gut. Wieder mit Mordsvorsprung. Ja gut, Mordsvorsprung nicht, aber 100 Meter sind schon. So, komm schon, Link. Oh nein, oh, Tick zu spät, egal. Donkey Kong, nix da. Ich beschleunige ihn raus. Auch lustig. Und ich finde auch die Strecke ganz cool, dass du halt hier das auf zwei Wegen unterwegs sein kannst. Oh, die Rote hat gedacht so, ja, nee, den muss ich nicht treffen, gut. Sehr schön. Wieder ein Sieg. Nice, bis jetzt alles gewonnen. Jetzt, Link, konzentrier dich richtig. Heimrennen. Zelda schaut zu. Der komische Elf am Ballon, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Tingle schaut zu. Der König schaut zu. Das Master Sword schaut auch zu. Alle schauen sie zu. Mal da. Und hier. Wir haben keine Münzen. Wir sammeln Rubine. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Hier, Donkey Kong, gib mal ein paar von deinen Rubinen ab. Und die Musik halt auch. Hier ist schöne ikonische Zelda-Mucke. So nice.
kann man auch noch eine Abkürzung freischalten, wenn man richtig gedriftet wäre, so wie ich. Oder wenn ich Spiele innerhalb von einem gewissen Zeitpunkt alle von diesen drei Checkpoints da, sag ich mal, abfahren. Statt der Mutant-Piranha haben wir hier heißen sie Dekos? Auf jeden Fall haben wir halt alles auf Zelda getrimmt. So könnte man teilweise... Aber ich dachte, ich hab dich getroffen. Also man könnte auch ein Zelda-Kart machen. Ein paar Sachen sind ja schon da. Und ich möchte nicht wissen, ob nicht in irgendeiner Schublade bei Nintendo ein Konzept für eine Zelda-Kart liegt. Hm, irgendwie... Das ist grad nichts, hä? Oh, Donks. Was soll das denn? Ja, Donkey Kong Spitzname ist Donks. Nicht DK. DK steht nämlich für Drift King. Nein! Alter, komm! Here we go. Ja, sehr guter Mario. Kommen ein bisschen mehr Speed ran da, yes. Aber keiner berührt die Dinger außer mir, ne? Multiplayer ist die Abkürzung gefühlt immer offen. Komm schon. Also, wo kommt denn Felagido her, Alter? Boah. Komm, 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 yes! Oh. Wie knapp das sein muss. Oh, verdammt. Das ist Gras. Eieiei. Ergebnis anzeigen. Oh, verdammt. Ich muss mir gerade holen. Oh. Puh. So. Zweiter Cup auch rum. Alter, wie spannend das Ganze gerade ist. Aber hey, endlich mal wieder ein Cup, wo wir auch alle Rennen gewonnen haben, ne? Auch wenn Link sich echt schwer getan hat. Also ich weiß nicht, meine Leistung auf der auf Varus Goldmine war richtig gut und danach hat es echt nachgelassen irgendwie. Aber gut. Machen wir mal weiter. Sehr schön. So, weiter, nächster Cup natürlich. Und zwar fahren wir heute mit jemand aus Animal Crossing. Und zwar mit Melinda. Und da bekommt sie den Fashion Scooter, die Blattreifen und den Papierflieger. Nice. Und jetzt haben wir hier den Crossing Cup mit dem Babypack vom GameCube, das Käseland vom Game Boy Advance, dem wilden Wipfelweg und natürlich, warum wir mit Melinda fahren, das Animal Crossing Dorf. Here we go. Oh, Babypark, einer der ikonischsten Strecken im ganzen Mario Kart Universum. Muss man so sagen. Ja. Auf dem GameCube legendär gewesen und danach haben sie bei allen Remake-Fassungen der Strecke gedacht, wir machen eine Barriere in die Mitte. Dadurch haben wir weniger Chaos, was echt schade ist. Klar, da können jetzt Zuschauer und so stehen, aber Alter, ich will doch das Chaos sehen. Lustiger Funfact, wenn man die Hupe drückt, dann drehen sich alle anderen Fahrer am Start um oder generell drehen sie sich um. Hat keine Auswirkung, ist nur für denjenigen, der die Hupe betätigt, lustig. Aber alle endlich mal auf dich schauen. Wenn du sonst keine Beachtung im Leben findest, drück einfach mal die Hupe. Auch im Straßenverkehr, betätige die Hupe. Schau mal, wie die Leute reagieren. Die Bewohner vor uns, okay. Das Lustige ist an der Strecke, man fängt hier irgendwann mal an, die Leute zu überrunden. Auf 50 Kubik, lustig, wenn man echt, wenn man... ist nicht gerade langsam unterwegs. Oh, ne, obwohl man langsam unterwegs ist, so kann man trotzdem alle überrunden. Wenn man ist halt langsamer unterwegs, sagt man so.
meine, wir haben Luigi schon mal überholt. Warum wir gleich nochmal? Ich meine, er hat einen Stern. Komm, zünd den Stern, Diggi. Ja, moin. Dann kriegt sein Stern irgendwo rum, ne? Wenn er nicht gerade gezündet hat. Er hat dann jetzt, sonst hätte er getroffen worden. Okay, irgendwann hat sich den Stern geschnappt. Aber hey, wir sind Erster. Nach 7 Runden, glaube ich, waren es. Ja. Lemmy, Yoshi und die Bewohnerin in den Top 4. Und der Bewohner auch noch auf Top 5. Ich will nichts sagen, aber Team Animal Crossing dominiert hier gerade ein bisschen mehr. Ein bisschen, nur so ein bisschen. Wie vorne im ersten Cup, das Platoonlinge. Oder das Platoon, die Inklinge ist da. Das Käseland, die Käsewüste. Wahrscheinlich die mit am wenigsten gemochte Strecke von allen. Es gab eine Zeit, da habe ich sie gemocht. Das sieht ungefähr 3 Rennen an, bis ich da wieder voll auf den Sack bekommen habe. Auf der Strecke habe ich sie wieder gehasst. Ich weiß aber auch nicht, warum wieder sie hasst. Ach, wahrscheinlich wegen der Abkürzung, ja. Die hätte man halt richtig bekommen können. Egal, hey, wir haben keine Position wirklich verloren. Gut, wir haben den ersten Platz verloren am Start, aber Josh hat besser ausbeschleunigt. Und der Kettenhund ist hier wieder am Start, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass der in Mario Kart hier vorkommt, ne? Also in dem Teil. So, dann können wir einen Mini-Shortcut uns schon mal anschauen. Ui, wie schön flach wir da rüber geflogen sind. Na ja, war klar. Dass der Yoshisaurus mir das Ding hier verpasst. Ha! Und das, Joshua. Jetzt geht's ab. Nein, ich wollte gerade die rote Schmeiße. Mein Gott. Boah, mich hätte so geärgert. Ach komm, im Moment, wo du abgeschossen worden bist, Kollege, war Yoshi Erster. Na gut. Ey, wäre das die letzte Runde gewesen, hätten wir Lemmy sogar noch überholt. Wow. Also. Jetzt einfach mal hinten ein bisschen Abstand gewinnen. Und jetzt Lemmy. Auf einmal kommst du, kurz vor Schluss, meinst du, Stunk machen zu müssen. Gar nicht. Kann man hier mal die kleine Abkürzung nehmen. Heute sind meine Sprünge nicht so gut. Und ja, easy Erster. Das wäre nie was gewesen, ne? Hallo, Käseland, Liebe. Nein, Spaß, es ist echt. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich glaube, es ist eher, dass die Gegner hier einfach, zumindest im ersten Drittel, super gut rankommen immer. Oder das Problem ist wahrscheinlich auch, weil wenn du halt außerhalb der Strecke landest, dass du super abgebremst wirst vom Käse. Aber gut, es ist Käse. Okay, der wilde Wipfelweg. Die Strecke, wo man unter anderem einen Baum hochfährt, was ich ziemlich cool finde. Man sieht es auch hier in den Shy Guys und Toads, die links und rechts an uns herabschauen, wortwörtlich. Also die Ideen für die Strecken sind echt nice. Wenn man denkt, dass Mario Kart eigentlich ein Multiplayer F-Zero werden sollte, damals, Anfang der 90er. Und jetzt ist daraus mehr oder weniger meistverkauftestes Spiel für die Switch geworden. Oder wird das meistverkaufteste? Jetzt hier über die Seerosen. Drüber. Da links gibt es auch noch eine Abkürzung, aber ohne Pilz oder Stern.
nicht machbar. Und ich bin so gespannt, wie sie die einzelnen anderen Strecken in Szene setzen. Das sind alles bekannte Strecken, das ist mir schon klar, aber sie können ja trotzdem sagen, hey, wir bringen einen gewissen Twist rein. Ich finde auch diesen Flug hier sehr cool. Ein lustiger Fun Fact, es gibt ja auch Unterwasserabschnitte hier im Spiel. Und wenn man zum Beispiel den Flugbar abbekommt und unter Wasser geht, wird, glaube ich, weggewaschen. Also, ich mag mich jetzt hart täuschen, aber ich habe immer eine Erinnerung, dass das Tinte dann weggewaschen wird. Und so nervig Melinda manchmal in Animal Crossing sein kann, ne? Ich finde sie hier als Charakter sehr cool. Oh nein, mir wurde die Münze gestohlen. Du, Melinda, arbeitet für Tom Nook. Oh, sie arbeitet für Tom Nook. Sie hat gar kein Geld. Shit, Tom Nook hat ihr Geld. Natürlich. Klar, was auch sonst? Noch eine blaue. So. Wir haben sie nicht gerade weg. Rennen Nummer 3 gewonnen. Die Bewohnerin hält sich gut dran, aber wo ist der Bewohner? Ey, der ist auf Platz 9 abgerutscht. Ey, das gibt Ärger mit Tom Nook. Der Junge muss sein Rennauto und seine Rennfahrerausbildung aber teuer abbezahlen. Eieiei. Was ist gerade ein bisschen hier der Ellenbogen? Ja. Egal. Heimrennen. Animal Crossing Dorf. Let's go. Da ist Tom Nook. Guck. Der will das Geld. Und KK ist auch am Start. So. Aha, so. Ja, ja, das war nicht klug. Das ist auch eine schöne Strecke, ohne Witz. Klingt sehr cool. Dass hier alles hast, was Animal Crossing auszubieten hat, so. Oh, das war klug. Das ist halt hier auch. Wenn du eine coole Strecke hast, einfach. Mit der Fahrt durchs Dörfchen. Dann am Strand entlang. Und zurück ins Dörfchen. Hier auch dieser Bauernhofabschnitt. Man sieht es gerade, die Münzen, das sind keine normalen Mario-Münzen, das sind Sternis. Auch bekannt aus Animal Crossing natürlich. Wir legen jetzt einfach da fies mit dem Bob-Omb rein. Da wischen wir mit Lemmy, sehr gut. Und haben wir ewig viel Vorsprung. Ewig viel wollte ich schon sagen. Ja, Tom Nooks Laden, hey. Hi Tom. Ja, ich weiß, ich muss mein Preisgeld hier abgeben. Ist schon klar, ich muss ja noch meine 15 Millionen Villa abzahlen. Das ist mir schon klar. Ah, links haben wir sogar so eine Bahn. Okay. Gibt es Züge in Animal Crossing? Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist, wenn man das Obst hier einsammelt, was ich jetzt nicht geschafft habe. Warum gehen die wie ein Turbopilz? Heißt, Kinder, pfeift euch Vitamine rein oder Obst und Gemüse, dann wird er auch schneller. So. Sitzt hier gerade in meinem Stuhl drin, ey. Sehr gut. So, sehr gut. Crossing Cup auch gewonnen. Damit haben wir bloß noch einen Cup vor uns. Und es ging ziemlich schnell. Ich glaube, nicht mehr 10 Minuten für den Cup jetzt gebraucht. Wow. Sehr gut, aber gut, ich muss auch sagen, ich habe halt wenig aufs Maul bekommen. Im Verhältnis zum letzten Cup. Jetzt will ich überlegen, was wir fahren. Für den letzten Cup, ne? Im letzten Cup eigentlich eine Regenbogenstrecke drin. Ich bin gerade hart am Überlegen.
Ne, wir sind schon alle drei gefahren, ne? Jetzt, ja, sind jetzt alle drei Regenbogenstrecken gefahren. Die vom Super Nintendo, die vom Gamecube. Die vom Gamecube wäre auch wild, aber die wäre sehr lang. Drei Sterne sogar. Nein, die vom N64 und eben von der Strecke hier. Oder von Mario Kart 8. So, nichtsdestotrotz, letzter Cup jetzt. Tja. Da nehmen wir eine der wahrscheinlich beliebtesten Kombis, die es so gibt momentan in Mario Kart 8 Online. Genau. Waluigi auf dem Wiggler Quad. Und kleine Reifen. Und ja. Aber den letzten Cup. Würde ich sagen. Also online wird diese Kombi, die ich jetzt habe, sehr oft gefahren. So ist Waluigi mit dem Wiggler Quad. Hier im Glockencup. Und wir fangen natürlich mit der Cooper. Mit dem Cooper Großstadtfieber an. Strecke vom 3DS. Ist okay, aber auch so eine Strecke auf 200, wo man sich immer denkt, so, warum? Weil es halt die Strecke ist, wo man sehr gut runterfällt. Und ich finde auch die Strecke hier allgemein besser als im 3DS. Oder auf dem 3DS. Das ist besser als auf Mario Kart 7, so. Weil sie doch nochmal optisch mehr macht oder kann. Und es hat hier auf der Strecke auch mehr los. Statt zu driften. Ich bin rumgebremst. Eigentlich wollte ich noch als letzte Challenge, aber jetzt jede Folge eine Challenge gab für ein Rennen. Ein Rennen ohne Driften auskommen, das geht im Spiel einfach nicht. Ich kann in dem Spiel nicht ohne Driften fahren. Ist zwar auch möglich, macht aber echt keinen Spaß. Deswegen haben wir zwei kleine Challenges gehabt. Einmal ein Rennen ohne Items. Und einmal fast eine Runde Rückstand rausholen. Genau. Manchmal hat das Spiel auch so Probleme mit dem direkten Drift Handling. Na gut, Toadette. I'm coming for you. Na, wir haben ja noch eine Runde. Das echt Gute ist hier, das Start-Ziel-Schildchen. Kann man hier, ja, da kann man mehr oder weniger durchfahren, weil es halt wegdreht. Auf dem 3DS nicht, da knallst du voll dagegen. Ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert. Also ich habe das Spiel jetzt nicht lange, erst ein paar Wochen. Mario Kart 7. Und ich dachte einfach so für volle Lols. Wo ist mir mal? Oder zum Spaß halt. Weil es ein gutes Mario Kart ist. Was ich jetzt so nachträglich rausgestellt habe. Oder rausgefunden habe. Mein Gott. Paul, es ist Sonntag. Es ist fast 10 Uhr und du laberst hier den großen Scheiß. Ja, mach ich. Ich bin noch nicht wach. Und gleich Mario Kart spielen. Ja, doch. Und gewinnt. Gewinnt vor allem. Sehr schön. Toadette wird wahrscheinlich die schärfste Verfolgerin sein. Mit scharf meine ich nicht ihr Aussehen, sondern ihren Punktestand zu uns. So. Die Game Boy Advance Partystraße. Ich weiß nicht, wie sie auf dem Game Boy Advance aussah, aber ich finde sie hier sehr, sehr cool. Von den ganzen Details. Hier ist so Kung Fu Lakito zum Beispiel im Hintergrund. Das ist halt eine Anspielung auf die Drachenmauerstrecke. Das ewig viel Spielzeug. Im Hintergrund sieht man die Verpackung für die Partystraße. Die ganzen Spielzeugfiguren, die rumlaufen. Ein Wolli-Yoshi. Geschenke und. Ich bin hart neidisch. Ich würde es gerne alles haben, was da steht. Hier zum Beispiel im Hintergrund auch der Bumerang, den man hier im Spiel hat. Und diese flatternden Bänder. Und
das Pünktchen-Card zum Beispiel. Und guck mal, trotz alledem, da haben wir jemanden getroffen, sehr cool. Diese Clownskutschen-Springdinger. Diese Check-in-the-Box. Schon cool auch. Im Hintergrund hat man gerade auch so ein Teddy-Card gesehen. Das kann man hier auch fahren. Das Bärchen-Card, so. Ja, ist auch optisch eine der coolsten Strecken meiner Meinung nach. Klar, es ist nur ein Kinderzimmer, es ist ein Riesenkinderzimmer. Ja. Na, geht ziemlich vor, genau, dankeschön. Boah. Oh. Das sind wir nicht Lemmy, ne? Ist Larry? Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Cooperlinge heißen, muss ich ehrlich sagen. Oh, diese Aufzieh-Coopers. Und irgendwie muss ich hier auch immer an Toy Story denken. Dran denken. Boah, jetzt hoffe ich, dass ich da noch aufhole. Come on. Nein! Okay, zwei Items, sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Und gewonnen. Oh, Glück gehabt. Zwei Roten bekommen hab. Uiuiui, nur eine Rote bekommen, ist knapp geworden. Weil sie abwehren konnte. So, was ist jetzt die nächste Strecke? Ist es gleich Big Blue? Nee, Big Blues ist noch nicht, ne? Nee. Ah, das ist die Metro. Marios Metro, auch sehr cool. Die ganzen Graffitis, die man hier so sieht und sowas. Ah, ist schon sehr, sehr nice. Vor allem ist es hier wie am Flughafen, was im Hintergrund Durchsagen hat. Auch die verschiedenen Fahrziele und so. Guck mal, da geht es zum Beispiel zum Yoshi Valley, zum Musikpark. Das wird schon sehr nice. Also die Details in den Strecken teilweise sind echt super geil. Da kann man sagen, was man will, es sind schon echt. Da hat man sich damals schon Mühe gegeben. Da halt gute Entwicklungszeit reingesteckt oder Arbeit. Okay. Boah, Toadette gerade zwei Itemboxen weggesnackt. Alter, du bist so klein. Wenn du zwei Itemboxen wegsnackst, dann solltest du mal zu Weight Watchers gehen. Ist Weight Watchers eigentlich noch ein Ding? Oder haben den Part jetzt inzwischen die ganzen Fitness-Influencer übernommen? Ah, no. Auf jeden Fall klar, eine blaue. Oh, ist traurig, hier oben noch gestrandet. Ja, Lemmy. Nein! Gott, meine Itembox, Alter. Boah, zu viel Windschatten. Platz 7, wo sind wir denn jetzt? Okay, dann gibt es wenigstens ein paar coole Items. Nein, ich krieg halt keine Items. Na, guck mal, dritter Platz. Richie ist echt langsam. Was ist denn da los? Okay. Yoshi? Was ist da los? Aua! Hat er noch einen Panzer gehabt oder was? Wird ja nicht. Aua! Leute! Okay, jetzt kommt das Mario Kart Feeling, ne? Aua, Leute!
Oh, nur Fünfter. Sechster sogar nur. Alter Verwalter. Ja, okay. Nächste Rennen entscheidet. Toilette oder ich, ne? Alter Verwalter. Jetzt aber Big Blue am Start, ne? Jetzt ist Big Blue am Start. Ich sage dir. Huh. Ha. Big Blue. Somit die coolste Strecke. Auch aus dem F-Zero-Universum. Eine Sprintstrecke. Hier gerade dahinten stand True Planet. Okay, was auch immer True Planet ist. Das ist der wahre Planet. Yo. So, immer das jetzt halt egal. Let's have fun. Egal was passiert, wir müssen vor Toadette landen. Ich glaube, wenn wir einen dritten Platz holen und sie einen vierten, ist alles geregelt. Dann weiß ich aber nicht, wer von hinten noch ankommt. Au. Ja. In dem Abschnitt hier gibt es auch die einen oder anderen Abkürzungen, aber... Habe ich probiert zu nehmen, irgendwann mal, und ist mir zu. Ist mir nicht wert, sagen wir es mal so. Das ist eine coole Strecke, mit diesem Wasserfall und allem. Und jetzt hier, gibt diese Speedzone, die man eigentlich schnell durchfliegt und werden alle anderen hier einen überholen. Nice. Nehmen wir noch einen Platz mindestens, oder? Nicht ganz. Wo kommt dann Toadette eigentlich auf einmal her? Ist sie auch irgendwo runtergeflogen? Wenn ja, wo? Versteh's gerade nicht. Aua, jetzt! Geht's aber wieder ab hier, weil es ist wieder Mario Kart Moment. Yes. Erster. Puh. Was ein Ding, Alter. Was ein Ding, was ein Finale, Alter. Wo ist das denn? Oh, 4 Punkte Rückstand. Uiuiui. Was ein Finale. Oh, was ein Finale für den letzten Cup, Leute. Oh, in der Metro voll aufs Maul bekommen und hier nochmal in den letzten 2 Kurven den ersten Platz gesichert, den wir da vor dem Speedportal, so nenne ich es gern mal, auch nochmal fett abgescampt worden und unseren Vorsprung verloren haben. Boah. Puh. Aufregend, jetzt bin ich wach, es ist 10 Uhr morgens, ich bin wach. Ja. Ah, das Metro, der 6. Platz. Eieieiei. Ja, können wir echt nur vom Glück reden, dass Toadette nicht so gut performt hat im Allgemeinen. Puh. Mein Gott. Ja. Sehr schön. Und Nintendo nur so ein Geheimtipp. Ihr könnt diese Trophäen gerne als Merchandise rausbringen. Ohne dass man diese mit Kreditkarte in eurem Shop kaufen kann. Sondern auch per PayPal oder anderen aktuellen Zahlungsmethoden auf jeden Fall, ja. Ja, geil. Kommst du nochmal einen Abspann? Nein, das war's. Okay, gut, dass ich den Abspann letzte Folge gezeigt habe. Und das war's jetzt erstmal mit dem Long Let's Play, sage ich mal, mehr oder weniger langen Folgen Let's Play hier zu Mario Kart 8 Deluxe. In ein paar Wochen, ich glaube am 18. März, kommen die ersten 8 Strecken. Genau. Die schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal an im Video. Da bin ich sogar überlegen, ob wir beide auf einmal machen oder alle Cups in einer Folge. Das überlege ich mir auf jeden Fall noch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wollt. Auf jeden Fall, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Mario Kart 8 Deluxe. Bis dahin, Servus und Fertig!